Jetzt befinden wir uns schon auf Stufe 5 der Treppenstufenmethode, die Warenpräsentation. Und viele Möbelverkäufer springen direkt mit Schlusssprung auf diese Stufe Nummer 5 und fangen an, bei der geringsten Provokation Sofas oder Ware zu zeigen. Oder Küchenverkäufer feuern bei der geringsten Provokation Karat hoch und fangen an, Sachen abzufragen, die die Küche können soll, und fangen an, Grundrisse einzugeben. Das ist ungünstig. Wir müssen erstmal die vorherigen Etappenstufen sauber abgearbeitet haben. Und die Etappenstufe der letzten Stufe, die Bedarfsermittlung der Soll-Situation, das Etappenziel ist, genau zu wissen, was sich der Kunde erträumt von seiner neuen Einrichtung und zwei, maximal drei Modelle oder Lösungen im Kopf zu haben, die man dem Kunden zeigen will. Denn wenn man nicht genau weiß, was man dem Kunden zeigen will, sondern, ich nenne das Beratung by walking around macht, dann ist das Problem, dass der Kunde sehr schnell zu viel Ware sieht und das verwirrt. Menschen können nur sauber unterscheiden zwischen zwei Alternativen. Die oder die. Wenn wir jetzt 10 verschiedene Alternativen präsentieren, dann sinkt die Abschlusswahrscheinlichkeit ins Unermessliche nach unten und die Kunden behaupten, am helllichten Tage schlafen gehen zu wollen. Das heißt, wir müssen mit einem genauen Plan losgehen, das oder das kann ich ihm zeigen. Das setzt natürlich voraus, dass wir vorher nach dem Budget gefragt haben. Oft wird wesentlich zu früh nach dem Budget gefragt und der andere Fehler ist überhaupt nicht zu fragen. Wenn wir zu früh fragen, werden wir vom Kunden abgewiesen. Warum? Weil wir kein Vertrauen aufgebaut haben. Wenn wir zu spät fragen, dann riskieren wir, das völlig falsche Möbelstück zu zeigen. So, was ist jetzt wichtig bei der Warenpräsentation? Die Warenpräsentation baut darauf auf, dass wir genau rausgekriegt haben in der vorherigen Stufe, welchen Nutzen sich der Kunde von dem Möbelstück verspricht. Wie der Kunde lebt, was ihm wichtig ist. Wir haben den Kaufmotiv-Fragetrichter angewendet. Denn nur, wenn wir genau wissen, was den Kunden interessiert, können wir genau diese Tatsachen und genau diese dazugehörigen Kundennutzen ihm präsentieren. Die meisten Möbelverkäufer haben da mehr so den Ansatz wie Maschinengewehr-Dauerfeuer und erzählen, das Sofa kann das und das hat dies und das ist ein tolles Leder und hat diese Funktion. Unser Ansatz ist mehr der Ansatz eines Snipers, eines Scharfschützen, der ganz, ganz genau auf sein Ziel zielt und dadurch einen sehr hohen Effekt hat. Das heißt, wir erzählen dem Kunden nur Sachen, die ihn wirklich interessieren. Und woher wissen wir, was ihn interessiert? Zwei Voraussetzungen. Das eine ist, wir haben vorher unsere Hausaufgaben gemacht, Bedarfsermittlung der Ist-Situation, Bedarfsermittlung der Soll-Situation. Und wir haben einigermaßen den Prozess im Kopf, dass wir den Kunden immer wieder ganz genau beobachten können. Interessiert ihn das? Interessiert ihn das nicht? Wir müssen uns auch vom Kunden immer wieder Rückmeldung einholen. Denn wenn wir länger als eine Minute reden, dann fährt der Kunde seine Aufmerksamkeit runter und wir verlieren ihn. Das heißt, wir präsentieren immer kurze Tatsachen- und Nutzenargumentationen. Dieses Sofa ist in 5 verschiedenen Zusammenstellungen für Sie erhältlich. Das bedeutet für Sie, wir können das ganz genau auf Ihren Raum anpassen. Und das hat für Sie den Vorteil, dass selbst wenn Sie Ihre Maße jetzt noch nicht genau wissen, wir erstmal was planen können. So, das ist ein Beispiel. Und dann fragen wir, ist das für Sie wichtig? Genauso Leder. Das Leder hat folgende Eigenschaften, hält lang im Schnitt oder wir haben hier so und so lange Garantie drauf. Das bedeutet für Sie, Sie haben nicht das Risiko, irgendwann in der nächsten Zeit ein neues Sofa kaufen zu müssen. Ist das für Sie ein Thema? Für einige ist es ein Thema, weil die kleine Kinder haben, die das Sofa sehr intensiv beanspruchen. Für andere ist es kein Thema, weil sie selten zu Hause sind. Wir müssen in kleinen Tatsachen-Nutzen-Häppchen argumentieren und dann immer vom Kunden eine Rückmeldung einholen. Interessiert dich das? Interessiert dich das nicht? Was ist noch wichtig bei der Warenpräsentation? Menschen glauben nicht das, was sie hören, sondern das, was sie sehen und vor allen Dingen das, was sie anfassen können. Das heißt, alles, was man dem Kunden in die Hand geben kann, alles, was der ausprobieren kann, Auszüge, Relax-Funktionen beim Sofa, sollten wir, wenn irgendwie möglich, dem Kunden ausprobieren lassen. Kriegen Sie den Kunden dazu, das Leder zu streicheln, die Front anzufassen, selber mal zu probieren, wie elegant der Vollauszug sich da wieder versenken lässt. Das ist das, was den Kunden überzeugt, was er sehen und vor allen Dingen anfassen kann, nicht das, was wir erzählen. Warum konzentrieren wir uns so sehr auf Tatsachen? Weil Behauptungen einfach zu machen sind und jeder Möbelverkäufer sagt, das ist ein ganz tolles Modell und super Qualität, wahnsinnig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das erzählen alle. Menschen sind pro Tag über 8000 Werbeeinstellungen
Einflüssen ausgesetzt. Und wenn wir einfach nur erzählen, tolles Modell, ganz was Feines, deutscher Markenhersteller, dann sind wir genau in der Schiene nächster Werbeeinfluss und werden vom Kunden einfach ausgeblendet. Genauso wie wir die Nachrichten und die Werbung vor den Nachrichten im Autoradio ausblenden, genauso blendet der Kunde uns aus. Das heißt, zusammengefasst, wir präsentieren, indem wir den Kunden möglichst viel zeigen und anfassen lassen. Wir präsentieren Tatsachen und Nutzen, die genau für den wichtig sind und holen immer wieder aus dem Kunden eine Rückmeldung. Ist das für dich wichtig? Ist das nicht für dich wichtig? Warum ist das wichtig?